In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Benutzerkonto an der Kryptowährungsbörse MXC aufladen und den Ultima-Token erwerben können. Melden Sie sich bei der Börse an. Wählen Sie Wallet Deposit. Wählen Sie aus der Liste diejenige Kryptowährung aus, die Sie an die Börse transferieren möchten und das entsprechende Netzwerk. Klicken Sie anschließend auf Click to Generate Address. Es werden ein QR-Code zum Aufladen sowie eine Adresse angezeigt, die Sie kopieren können. Senden Sie die Kryptowährung auf eine für Sie passende Weise an diese Adresse. Warten Sie, bis die Transaktion bearbeitet wird. Nachdem die Bearbeitung abgeschlossen ist, werden Sie sehen, dass sich Ihr Wallet-Guthaben erhöht hat. Jetzt können Sie Ihre erste Order platzieren. Gehen Sie dazu in den Bereich Spot über. Geben Sie rechts im Suchbereich den Namen der Kryptowährung ein, die Sie kaufen möchten. Wir wählen Ultima aus. Sie können Ultima zum Marktpreis, das heißt zum aktuellen Preis, kaufen oder eine Limit-Order zum gewünschten Preis aufgeben. Sie können auch eine Stop-Limit-Order setzen, die es Ihnen ermöglicht, gleichzeitig einen Stop-Preis und einen Limit-Preis festzulegen, um den Preis für die Ausführung Ihres Handels zu verwalten. Wählen Sie die gewünschte Art der Order und den Preis, zu dem Sie Ultima kaufen möchten, im Falle einer Limit-Order, sowie die Ultima-Anzahl aus, die Sie erwerben möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Buy Ultima. Fertig! Sie haben Ultima an der MEXC-Börse gekauft. Jetzt müssen Sie diese auf Ihre Smart Wallet übertragen. Zum Transfer der Tokens von der Börse müssen Sie Ihre Wallet-Adresse kopieren. Öffnen Sie dazu die Anwendung Smart Wallet und klicken Sie auf die Ultima-Karte. Sie sehen die Adresse Ihrer Wallet, die Sie kopieren können, wenn Sie auf das Kopiersymbol klicken. Gehen Sie zurück zu MEXC. Wählen Sie Wallet Withdraw aus dem Menü. Geben Sie den Namen des Ultima-Tokens in die Suchleiste ein. Geben Sie die kopierte Wallet-Adresse und den Betrag in Ultima ein, den Sie senden möchten. Bestätigen Sie den Versand und warten Sie, bis die Börse die Transaktion bearbeitet. Sobald die Transaktion bearbeitet ist, bekommen Sie die Tokens in Ihre Wallet. Bitte beachten Sie: Um Transaktionen mit Ultima aus Ihrer Wallet durchführen zu können, müssen genügend Smart Coins auf Ihrem Guthaben vorhanden sein. Sie können sich Smarts auf folgende Weise sichern. Erstens, jemanden bitten, sie Ihnen zu schicken. Zweitens, durch Swapping erhalten. Drittens, an einer Börse kaufen und an Ihre Wallet senden. Der Versandvorgang von Smarts von Coinsbit an Ihre Wallet ist dem in dieser Anleitung beschriebenen Vorgang mit Ultima ähnlich.